So. Ist da hinter eine Kröte? Eine Lizard? Nee, Loot. Seht ihr, wie schlecht ich das Spiel kenne, ey. So. Achso, der steht unten, oder? So leer! So leer, mein bester Freund. Ah, hallo. I am. Now that I am. Do you find that strange? Well, sure. No need to hide your reaction. I get that look over time. Da? Seht ihr die Ähnlichkeit? Seht ihr die Ähnlichkeit? Seht ihr die Ähnlichkeit? So, Dude. The way I see it. Ja, komm, hier alles. Wir machen Freude und Spaß und sowas und Sonnenlicht. So. Gut, ich habe 3K sehen. Das Spiel sieht interessant aus. Das ist Dark Souls. Das ist übergut, Mann. Ja, ja, könnte man ausprobieren. Hast du recht. Geht's denn hier nochmal hin? Achso, von hier komme ich. Haha! Toll. Ja. So, und hier wäre dann der Shortcut. Hätte ich ja auch aufmachen können, oder? Oder brauche ich dafür einen Schlüssel? Hallo? Na? Na? Oh! Ja, Leute. Das ist der liebe, nette Drache Party Klaus. Welcher Seite geht's denn runter? Auf der hier. Was? Wer schießt hier? Das ist die Penner da hinten, oder? So. Dann jetzt hier mal schnell Shortcut. Zack. Leiter runtergetreten. Und ab geht die Post. Tschu. So. Wir könnten... Ah, nee, könnte man nicht. Bringt uns jetzt nicht viel, oder? Also ich überlege gerade, ob wir auf den nächsten Zauber einfach sparen. Oder ich könnte sogar den nächsten Zauber plöppen lassen, oder? Oder? Mit genug Seelen und dann kaufe ich, kann ich mir noch einen schweren Seelenfall dazu kaufen. Also nicht den schweren, sondern den großen Seelenfall. Lohnt sich das? Ja, genau. Da gibt's das Drachenschwert, wenn man den Schwanz abschießt vom Drachen. Bumm! Lol. Ach nee, komm. Aber ich will eigentlich nicht sterben mit denen. Egal. Warte mal jetzt. Warte mal jetzt. Was mach ich jetzt? Ich. Jetzt einfach weiter. Da oben könnte man jetzt übrigens auch farmen, ne? Man könnte jetzt resetten. Machen wir mal kurz, zeige ich mal kurz. Habe ich ja resettet. Da sind hier die tollen Geräte. Und dann macht man den hier. Und dann krimpieren die da oben. Und dann hast du 555 Seelen. Einfach so. Ja, genau. Das Schwert hier, das könntest du da, da könntest du den Schwanz von dem Drachen mit dem Bogen halt beschießen. Und dann würde irgendwann der Schwanz kaputt gehen. Oh. Und dann würde man das Drachenschwert, das gerade Drachenschwert ins Inventar bekommen. Aber das interessiert mich jetzt gerade relativ wenig. Warte mal, ein Schild brauche ich trotzdem noch. Alter! Nutzt der schamlos aus, dass ich mein Schild aus Versehen weggesteckt habe. Komm. Na? So, Kalle. Zack. Genau, das Drachenschwert bringt mir halt nichts. Weil ich brauchte außerdem 20 Stärke, um es zu benutzen. Und die habe ich halt nicht. So, Drecksratten, ey. Hier ist noch eine. Wo bist du? Da. Da. GG.
Ach so, ja, hätte ich jetzt einen Bogen? Das Schwert? Nee, das kann man nicht verkaufen, weil das, kann man überhaupt, kann ich überhaupt in Dark Souls was verkaufen? Also, Dark Souls 2 geht das ja, aber ich weiß gar nicht, ob es in Dark Souls 1 geht. Ach, da ist das Panzerschwein, ja. Welchen Shortcut beim Sonnenlichtaltar? Ach so. Du meinst doch den Ausblick da von Solea, oder nicht? Wo es den Stab gibt. Also, du gehst, du holst dir den Generalschlüssel. Mit dem Generalschlüssel fährst du dann, also du fährst dann in die Ruinen von Neulondo. Also du gehst beim Feuerbrandschrein, der ist jetzt ein Kreis, gehst du runter und dann ist ja da dieser Fahrstuhl, mit dem fährst du runter. Dann gehst du aus dieser einen Turmruine, wo du gerade herkommst, gehst du raus, gehst dann nach rechts zur nächsten Turmruine, wo es halt reingeht, und da ist so eine Treppe, die gehst du hoch, dann stehst du vor einer Tür. Die machst du mit dem Generalschlüssel auf, den du als Gabe am Anfang benutzt hast. Dann bist du im Drachental. Beim Drachental gehst du über diese Planke darüber und gehst dann nach rechts und gehst dann in dieses große Loch. Dann kommst du in die Schandstadt rein, also in den Ausgang quasi von Schandstadt, wo man auf dem regulären Weg gehen würde. So, und dann gehst du da weiter halt rein, lässt dich am besten nicht von den Keulen-Klaus-Kollegen da weghauen, weil die sind echt stark. Und dann musst du diese Planken halt in bestimmter Reihenfolge runter bis zu einem gewissen Loot und da liegt halt dieser Zinn. Beschleuniger und noch so eine Zauberrobe. Die kannst du dir da holen halt. Na gut, lass ich den erstmal kommen. Da kriegst du die dann her. Geh weg. Geh einfach weg. Weißt du? Ja, jetzt wünschte ich mir, ich hätte das Lord Vessel schon, also das Herrschergefäß. Weil mit dem könnte ich mich dann zwischen Leuchtfeuern teleportieren. Das kann ich so nicht. Na komm. Ja, ich weiß, das ist total Verschwendung von Zaubern. Aber die sind immer so defensiv, die Penner. So. Down. Zuflucht zu Ort. Na komm. Ja, schöner Autofokus. Komm her jetzt. Jetzt. Na komm. Wie geht der Tritt nochmal? Ja, so nicht. Toll. Was? Warum habe ich nicht angegriffen? Ich hatte gerade irgendwie einen Leck. Lol. So. Mit Kasper 1. Ach, die haben ja. Die haben ja auch Schwerter. So. So, gut, dass ich beide treffe. Komm hier, ich benutze die schweren Dinger. So, hauen wir das Schweinchen weg. Ja, der hätte jetzt auch ein leichter gereicht. Egal. Schweinchen ist weg. Schweinchen gibt Seelen. Aber kein scheiß Helm. Schade. Hätte mir nichts gebracht, aber sieht witzig aus. Ja, und, du meinst doch mit Sonnenlichtaltar, da wo es so leer steht, oder? Und, oder was? Wenn nicht, dann habe ich keinen Plan. Ich will hier rein. So. Kann ich den von hinten schon abmurksen eigentlich? Komm. Komm her.
dann beginnt ja jetzt der spaßige Teil. Ja, komm. Ich weiß zwar nicht, warum ich den schweren Seelenfall ausgesucht habe, aber... Lasst euch nicht verarschen, Leute. Zack. Ach so! Der Raum hinter dem Drachen. Aber dazu muss ich doch den Drachen platt machen, oder nicht? Oder? Oder wie komme ich... Wie ist der Shortcut dahin nochmal? Oh. Also, weil ich weiß es gerade echt nicht, wie nochmal der Shortcut dahin ist, zu dem. Heck. Yo. Ja gut, jetzt haben wir gleich die... Der Geheimschlüssel. Also ich habe deine Nachricht jetzt noch nicht ganz gelesen. Kann auch sein, dass du das da drin stehen hast. Aber müsste ich jetzt halt... kurz in die Steam-Einsicht gehen und so. Na, das ist aber... Ja gut, stimmt. Man schafft es, glaube ich, dahin zu rennen, oder? Wenn man den Loot ignoriert, kommt man dahin. Oh nein! Achso. Oh, wer hätte es gedacht, dass hier ein Boss kommt? Nicht. So. Gut. Krieg ich den... Mit wie viel Schuss kriege ich den Meckerbrezel? Ich benutze meinen schweren Seelenfall. Und gleich noch einen hinterher. Oh ne, brauche ich gar nicht. LOL. LOL. Ja. Ach so, okay. Ritterschild. Brauche ich nicht. I don't need this shit. Ja, das ist eine Frage. Na, ich schätze mal, weil sie halt von irgendwem beherrscht werden. Beziehungsweise halt. Vielleicht sind sie ja über den Tod hinaus einfach loyal. Kann auch stechen. Na komm, stich! Da! Ich stech viel härter zu als du, Alter. Ich steche dich aus. Achso, wir sind übrigens ein Mädchen, ne? Also eine Frau. Hübsch, oder? Na los. Ich wusste es, dass er hinter mir kommt! Aber ich habe ihn vergessen! Das Gute ist, wir sind jetzt im Red Tearstone Ring Mode. Und ballern jetzt einfach alles um. So. Was? Ja, stimmt, denen ist das egal, ob du mit einem AMG vor ihnen stehst. Ja, die sind halt, die denken halt, die sind krass, ne? Aber. Die denken, die sind hart, aber ich bin härter. Die haben übelst die GPS-Pfeile. Oh, das war richtig knapp, ey. Das war richtig schlecht gecastet im Moment. Ach, ja. So. Ich gehe mir jetzt erstmal hier das Leuchtfeuer holen, ja? Man muss ja nicht übertreiben. Allerdings resette ich dann auch die ganzen Gegner. Ich könnte auch... eine Estus trinken. Na, ich gehe das Leuchtfeuer erstmal anmachen. Weiter das? Weiter das? Das ist der Schmied. Der gammelt da unten rum. So, Leuchtfeuer. Das Leuchtfeuer ist angezündet. Ich schmeiß mir jetzt hier einfach eine Estus rein.
bin ich zwar nicht mehr im Todesvernichtungsmodus. Ah, ich hätte noch den ersten Schuss abwarten können vom Todesvernichtungsmodus. Warum das steht, frage ich mich eigentlich auch. Naja. Ja, und dann ist jetzt die Frage, was wir jetzt machen. Gehen wir jetzt gleich die Gargoyles an? Oder gehe ich mir Zauber kaufen? Na, ich mache erstmal den Shortcut, oder? Ja, ich denke, das ist der Plan. Oh, den Kerl da erstmal, das wird doch wieder. Guckt euch das Schild von dem Klaus an, ey. Na gut, macht ja schon mal gut Schaden. Ach, den konnte er jetzt wieder blocken. Ah, du bist ja ein Sackgesicht, ey. Das ist die leichten Seelenpfeile. So, na komm. Nee, hier wird nicht geheilt. So. Kaputt. Sind einfach nur dämlich oder masochistisch oder beides. Vielleicht sind sie ja beides. So, was liegt hier nochmal? Ein Feuerverstärker, ne? Genau, Feuerhüterseele. So, den da oben. Den scheiß Caster kriege ich ja so einfach nicht weg, oder? Ah, ich kann den. Kann ich den Shortcut anschalten eigentlich? Ja, oder? Ja. Der beste Shortcut der Welt, Leute. Dann können wir jetzt auch erstmal einkaufen gehen. Weil ich halt gerade fast sogar ernsthaft am Überlegen bin. Aber das kriege ich nicht zusammen, ne? 20.000 Seelen schaffe ich nicht. Mit den Gargoyles zusammen könnte ich es vielleicht schaffen. Guck mal, wir sind wieder am Feuerwandschrein, Leute. Mit Fahrstuhl. Legs of Doom, sagst du? Oh, ja, ich habe auch ein paar Frames verloren. Das tut mir leid. Das tut mir leid. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wir können jetzt zum guten Dingsbums gehen. Zack. Schau ich nochmal. Also wir könnten uns großen Seelen verkaufen. Großer, schwerer Seelenfall kostet 8.000. Ja, die gut, die können wir halt eine Seele plöppen oder so und dann haben wir den zusammen, ne? Wir könnten uns auch einen großen Seelenfall kaufen. Ich mich mal frage, ob das. Ja, oder halt so den Waffenring. Aber den Wappenring kriege ich halt nicht zusammen, glaube ich. Die Frage ist allerdings. Ja, ich überlege jetzt halt gerade nochmal. Wenn wir am Feuerbahnschrein sind, können wir auch mal rasten, weil dann kriegen wir halt 10 Estus aufgeladen. Ach, und wir können. Leute! Hab ich jetzt ganz vergessen. Oh, und da oben, ich muss Lord Track. Warte mal, Lord Track befreien? Ich kann Lord Track befreien und versuchen, hier runter zu kicken oder halt ihn zu töten, oder? Oder ich kann Lord Track auch da einfach da drinnen hocken lassen, ne? Also dann passiert halt gar nichts, oder? Ja. So, mein erstes Verkommen, also da jetzt steht jetzt plus 1 da, ist jetzt stärker. Weil ich diese Feuerhüterseele bei der guten da abgegeben hab. Ja, für alle, die das halt nicht kennen, ne? So. Ja, puh, was mach ich jetzt? Spar ich und versuche mir den Ring zu holen. Ja, das heißt, es ist bei einem anderen Boss halt sinnvoller, oder? Alter, so, das Zeug hier. Ich hau mir jetzt hier so ein Benutzen. Ernsthaft, Leute. 200 Seelen gibt das, wir brauchen 8.000 und natürlich bekommen wir 7.799. Ja, komm.
Also ich meine, wenn ich jetzt noch eine ploppen würde, würde mir genau eins fehlen. Aber ich kann hier die auch einmal wegmachen. Dann ist das Problem auch behoben. Aua. Achso, den Ring der Opferung habe ich mir übrigens geholt, ne? Der da hinten da so rumliegt. Achso, jetzt haben wir schon die 8000, alles klar. Dann brauche ich jetzt nämlich keine Seele mehr plöppen. Ups. Und dann gehe ich mir jetzt die großen, schweren Seelenpfeile kaufen. Und rüste die jetzt direkt mal aus. Ja, bis gleich, Emzor. Zauberei einstimmen. Ich tausche das gegen das. Und wähle dich, Pikachu. Pikachu! Lol, da oben ist Schrift, da ist jemand da hochgesprungen. Achso, und seht ihr das da? Das ist eine Riesenkrähe. Geil, oder? So, jetzt gibt's Fahrstuhl-Action. Und wir schauen uns. Wie machen wir das jetzt? Du hast gar keine. Doch, doch, du hast eine. Ganz ruhig. Die ist schön. Die ist schön flauschig. Deine Seele ist schön flauschig. Schöne Fahrschulmusik hier wäre nicht schlecht, ne? Aber leider nicht. Los! So, achso, der große Knatterkollege, also der fette Typ da mit dem Ultrakolben, der kommt nicht wieder. Nur so nebenbei. So, ich gehe jetzt erstmal hoch, da ein bisschen aufräumen, damit der Caster mich da nicht nervt. Alter! LOL! Das laggt! Also, ich meine, LOL! Dass das Spiel laggt! Gerade wieder Frames verloren? Ich glaube schon. So, weg mit dir. Aber das Spiel hat einfach mal gerade laggt. Ja, voll witzig. Sieht aus wie eine Lebewand, ne? Ist gewollt. So. Jetzt kommt hier der Todesraum. Na gut, immerhin treffe ich ihn. Jetzt großer, schwerer Seelenfall. So, der Caster ist down. Ich habe ihn immerhin getroffen. Jetzt seine gebufften Kack-Kollegen hier. Ich hasse die alle. Achso, euch alle, auch wenn sie One-Hit sind. Ja, zwar auf einen Streich. Können die aber übelst ausrasten. Das traut man ihnen gar nicht zu. Wieder zwei auf einen Streich. Aber es sind halt einfach ultra viele! Und sie machen halt ziemlich viel Schaden, weil sie gebufft wurden von dem Zaubererknecht. Oder? So, jetzt ist Emzor nicht da, weißt du? Wenn man ihn einmal braucht, ist er nicht da. Weil ich halt, wie gesagt, ein bisschen unwissend bin wegen Lord Shrek. Also. Hockt der hier? Der hockt doch hier irgendwo. Da hockt erstmal noch so ein Rittertyp. Da, in dein Gesicht. Ah, piekst doch. So. Gut. Schmeiß mir den noch ein und dann, überlege ich, was, ob ich jetzt die komischen Spackos mache, also die
Boss-Spackos, die Gargoyles. Oder nicht. Also ich meine, machen muss ich es ja so oder so. Ach so, ich hätte den Gang weitergehen müssen, ne? Ich hab jetzt nur den Ritter da geholt und dann kommt da der Track. Alter, ich bin übelst hier der Innenarchitekt. Ich. Leute, Ragdoll. Guck mal, ich. Das ist mein neues Haustier. Komm mit. Komm mit, Wilfried. Wilfried ist mein Haustier. Du-du-du. Bestes Haus der Welt, ey. Ich schwöre. Bei Fuß Wilfried. Ja, lol. Ich werde gerade einfach als offline angezeigt. Bin ich aber nicht. So, wie geht's hier oben weiter? So, jetzt bin ich wieder online. Ist ja alles interessant. Mhm. Menschlichkeit. Ah, hier war das. Wusste ich natürlich. Ja, die geht natürlich nicht kaputt. Easy. So, und da oben ist eine Zelle. Da ist jetzt nämlich der tolle Lord Shrek eingefangen. Ne? Ist doch Lord Shrek, oder? Und der ist ein Sackgesicht. Wenn ich den nämlich jetzt rauslasse. Oh, still human, are you? Naja, nicht so richtig menschlich. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Das Ding ist, wenn ich dem helfe, dann geht er dann zum Feuerbannschrein und irgendwann rastet er aus und schlachtet die Feuerhüterin da ab. Das ist nicht so geil, ne? Ich könnte die halt einfach umhauen. Ach, aber wisst ihr was? Ich lasse ihn ja jetzt erstmal noch in seiner Zelle hocken. Bis ich entschieden habe, wie ich ihn mit ihm umgehen werde. Dem Sackgesicht. Der ist nämlich so irgendwie so ein Assassinentypi. Also der gehört zu so einem Assassinenbund. Und den kann man auch später nochmal umhauen. Wenn er die. Ach, der killt die auch, wenn ich nicht aufmache? Das ist ja ein Bastard. Dann lasse ich ihn raus. Ja, dann lasse ich ihn halt raus und knüppel ihn dann beim Feuerbandschrein um. So. Thank you. Genau, das ist der Lord Shrek von Karim. Und den könnte ich jetzt halt hier umnieten, aber allerdings weiß ich halt nicht, wie stark der ist, ne? Hattest du im NG++, okay. Und hi erstmal, ne? Genau. Das hatte ich halt vor, dass ich ihn dann wahrscheinlich da runtertreten werde. Den Spasti. Alter, ich bin verwirrt. Wo geht's hier lang? So. Ich nehme jetzt einfach die Glockengargoyles vor, oder? Muss ich, also ich meine, die stehen ja eh auf dem Plan. Hab die jetzt nur lange nicht bekämpft. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich wieder episch schlecht anstellen. Aber was soll's? Machen wir einfach. Machen wir einfach. So. Ist schon wieder kein Boss. Was ist hier los? Seht ihr aber die Spasti da oben? Oh, Katzin. Guck mal, die sind schon so verräterisch da. Vor allem der mit dem Axtschwanz. Und Strom an. Klack. Es hat fertig geladen. Hüpft es von seiner Ladestation runter. Und legt jetzt richtig los, ey. Gut.
Ah gut, ich stagger ihn mit einem Pfeil. Muss ich nur treffen? Ja, scheiße. Ja, und jetzt kommt der zweite, Mann! Alter. Lol. Ah, ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich schmeiß meine Estus rein. Ach, jetzt knallt er auch noch mit Feuer los. Ah, komm. Und ich schieße halt drüber, ey. Mach dein Schild hoch. So, Nummer 1 ist down. So, ich stagger ihn halt damit, ne? Ja, komm, dann ist er jetzt auch staggern. Achso, staggern heißt, wird übrigens mit A geschrieben. Ja, GG, das waren die Glockengargoyles, Boss Nummer 2 in Dark Souls.